Na gut, also muss ich wieder zurück nach Hause und dort die Olle von Kalaka mal fragen, was so abgeht. Aber jetzt kann ich wesentlich hier weg. Ich find's lustig, wie in der Welt der Toten die Kakteen alle Skeletthände sind. Netter Touch. Ah ja, Strong Bad. Okay. Me gusta. Okay. Selbst die Hühner sind Skelette hier. Okay. Oh Mann, diese bösen Skelette machen mir Angst. Kalaka hat sie erschaffen. Sie stören das Gleichgewicht der Natur. Hauen kann ich es immer noch, aber Hühnern macht das ja nichts. Da, guck mal, Batman. Okay. Okay. Ganz ehrlich, dieses Spiel hat mehr Charme, als man sich vorstellen mag. Ich glaube, ich gehe nochmal in den Keller, jetzt wo ich im Reich der Toten bin. Mal gucken, ob der Olle da immer noch rumsteht. Nein, tut er nicht. Aber seine Fässer sind ja auch weg. Na gut, dann ist die weiter hier. Ich muss weiter im Text. Jetzt komme ich auch durch die ganzen engen Schlitze. Yay! Ich brauche aber langsam auch mal mehr Ausdauer. Vor allem, warum bleibe ich nicht einfach Huhn? Mit jedem vergangenen Augenblick vereinigt sich die Welt der Lebenden und der Toten. Es muss einen Weg geben, das zu verändern. Selbst die Toten sagen das, ha. Ziemlich schwer, La Trompeta ohne Lunge zu spielen. Das macht es nicht gerade einfach, hier einen Auftrag zu bekommen. Ja, okay, die alte Frau ist tot, okay, okay. Reklameschilder sind komisch. Noch mehr Metroid-Referenzen, aber dieses Mal mit Totenschäden. Da kann ich noch gar nicht hochrennen. Oder springen. Oder was auch immer ich tun muss. Aber du bist da. Shit. Ich muss zu Fuß. Okay. Dann muss ich halt zu Fuß. Aber wenn, dann flott. Viel Glück, Lud. Du kämpfst nicht nur für deine Welt. Du kämpfst auch für unsere. Kalakas Sieg würde das Ende für uns alle bedeuten. Hm. Konnte mit mir reden, obwohl ich ein Huhn war. Macht auch nicht jeder. Ich meine, wir reden schon mit Hühnern. Ne? Was ist los, Dio de los Muertos? Das ist El Mundo de los Muertos. Du bist in der Totenwelt, Senior. Okay, dann hat sich der Tag der Toten wohl zum, keine Ahnung, Feiertag der Toten gewandelt oder so? Keine Ahnung. Für die Bewohner dieser Welt fürchten, die Bewohner dieser Welt fürchten Kalakas Pläne genauso wie die Lebenden. Veneta-Portal. Okay, okay. Alles klar. Minecraft-Reference. Guck dir die Schrift an. Absolut Minecraft-Referenz. Dieses komische Hundebild erinnert mich an Digimon. Ich weiß nicht warum. Wie verpiniert das? Ja, okay, hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts.
Okay, dann. Ich steuere viel zu früh wieder zurück. Na egal, hier muss ich wohl wieder als Mensch durch. Schade, ich dachte, ich würde schnell reisen können mit dem Huhn. Aber jetzt kann ich in andere Bereiche gehen, denn das Level-Design ist hier ja ziemlich anders jetzt. Diese leichten Viecher Platz zu machen, gibt Kohle. Kohle ist immer gut. Weil ich hätte auch da oben bleiben können. Die Viecher bleiben Gott sei Dank besiegt. Aha. Ich habe keine Ausdauer, fuck. Ich warte, bis die beiden mehr oder weniger auf einer Stelle sind. Oder auch nicht. Zumindest den hier einfach, um das andere hier raus. Oder auch nicht. Also, jetzt muss ich kurz warten. Ich habe außerdem gemerkt, in meiner ersten Aufnahmesession habe ich ein paar von diesen Pinatas am Ende eines Kampfes ausgelassen und damit eine Menge Cash liegen lassen. Ah, okay, hier ist auch so ein Schädel. Und hier hätte mich der Panther runterfallen lassen. Ich glaube, ich gehe trotzdem mal hier lang. Denn jetzt kann ich diese Blöcke hier kaputt hauen. Oh, Baby. Okay. Wand. Jetzt echt. Nette kleine Nebenaufgabe. Und mehr auch nicht. War echt nur für Geld. Schade. Ich dachte, ich würde vielleicht Ausdauer oder sowas finden. Irgendwas. Was mir mehr hilft als Geld. Okay, die Trümmer waren nur von dem roten Block, ich dachte schon. Ach nein, wie toll. Immerhin, Herzteil. Und dann auf. Aber im Ernst, das Huhn ist schneller als er. Oh, Baby. Was mag sich wohl hier verstecken? Ui. Ich bin erstaunt. Okay, zu ich geb's zu, ich bin's nicht. Diese Aufgaben sind sehr komisch. Ja, bis auf das Blaue da oben kann ich alles machen hier. Ich bin gerade noch zu arm für ein Stück Ausdauer, aber die Ramme.
Jetzt habe ich in jede Richtung so eine komische Art Wurf. Also ich bitte nochmal für den blauen hier hin. Bin ich froh, dass das Wandspringen keine Ausdauer verballert. Ja, untersuche ich aber auch nicht. Ich möchte vorankommen. Oh ja. Knochenwerfer aus dem Reich der Lebenden. Insgesamt Gegner aus dem Reich der Lebenden, das nervt. Oh? Nur weil dies der Welt der Toten ist, sind wir nicht ständig getrübt. Heute zum Beispiel bereite ich eine große Fiesta vor für alle meine Amigos. Es stimmt. Anstatt Grabsteine ist hier tatsächlich ein kleines Grillbuffet aufgestellt. Okay. Das Spiel ist so voll mit Details, ne? Voll mit netten Kleinigkeiten, die andere Spiele, selbst AAA-Titel, einfach nicht bringen. Okay, sie ist da unten. Aber ich kann mich hier mal umschauen. Totes Mädchen. Als sie noch lebte, habe ich in diesem Haus gewohnt. Ich habe immer gern mit meinem Lieblingsspielzeug gespielt. Mit einer Luchador-Actionfigur. Es war vielleicht ein Spaß. Oh Gott, das ist das Mädchen, für das ich die Spielfigur beschaffen muss. Ja, komisch, die Statue kann ich nicht kaputt machen für extra Fähigkeiten. Oh ja! Da. Ja, okay, es ist der Weg zu. Zu der Tusse, die es voll mit Kalacke hat. Nur einmal pro Sprung, das nervt.